Die DPA-Zentralredaktion residiert in einer der schönen alten Patriziervillen nahe der City. Nachrichten aus aller Welt in alle Welt. Die DPA hatte immer in der Öffentlichkeit so den Ruf, ein gemächliches Schiff zu sein, ein Dampfer, der nicht in Bewegung kommt. Die DPA hat im Bereich der redaktionell-technischen Organisation in all diesen Jahren sehr viel Innovation betrieben. Diese Art von Beteiligung von Quereinsteigern, die ihre journalistische Fantasie, ihre Neugier und manchmal ihre Kreativität dort eingebracht haben, war zweifellos sehr, 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 sehr förderlich für das ganze Unternehmen. Ich glaube, ich habe viermal diesen Großraum dort unten völlig umgestaltet, indem ich neue Pläne, wenn die Ressorts anders zusammenrückten oder größer wurden oder der Chef vom Dienst eine intensivere Rolle kriegte und die Dienstleiter für die einzelnen Ressorts dicht um ihn herum sitzen sollten, haben wir das alles immer umgebaut, neue Möbel angeschafft und schließlich auch ein Newsdesk etabliert, einige Zeit vor dem Wechsel dann nach Berlin, wo dann schon die Bildredaktion und die Grafiker und online mit an diesem Tisch vertreten waren. Das Taxi war eines der ersten oder überhaupt das erste mobile Gerät, was wir im Ausland benutzt haben, um damit Meldungen zu machen. Dazu gehörten dann solche Geräte, das ist ein Akustikkoppler, das heißt, da gab es ein Kabel mit einem Telefonhörer und man hat den Telefonhörer in diesen Koppler eingelegt und dann macht es kratzende Geräusche, während die Texte übermittelt wurden. Der Sender war eigentlich der Staupunkt und hat dafür gesorgt, dass einfach nicht mehr rüberging. Und erst später, ich glaube 1979 oder sowas, wurde dann die Geschwindigkeit auf 200 oder 300 Baud erhöht. Das heißt, man konnte pro Sekunde dann so 8 Zeilen übermitteln und dann drückte man auf den Sendeknopf. Und dort ging es eben dann darum, die Verantwortung unter den Ressorts zu verteilen, dafür zu sorgen, dass nicht der Sport oder die Wirtschaft oder die Kultur in irgendeiner Form mit unwichtigen Sachen den Sender besetzt. Und man war endlich so weit, dass man den Text in etwa in Sendegeschwindigkeit sah. Und dann später mit den ganz neuen Erna-Systemen ist das dann 24 Mal schneller geworden noch. Und dort ratterte also Meldung auf Meldung raus. Und wir konnten dann nicht mehr so viel produzieren, wie man hätte senden können. Und dann begannen diese ganzen Diskussionen um die Frage, wie viel ist richtig und wichtig für die Kunden? Machen wir zu viel? Machen wir zu wenig? Sollen wir ein Warenhaus sein, wo alles drin ist, oder sollen wir uns konzentrieren auf die Hauptbedürfnisse der Kunden? Das war natürlich eine ständige Begleitung unserer täglichen Arbeit.